Das sind drollige Zeitgenossen, diese Alpakas. Und sehr entspannt. Selbst wenn es was zu fressen gibt, geht hier auf der Alpaka-Farm Schaber bei Nürtingen alles ganz ruhig und gelassen vor sich. Bei uns in Natürlich geht es heute erstmal nicht um Viren, sondern um Alpakas. Diese Andentiere werden nämlich immer häufiger auch in Deutschland gehalten, unter anderem hier im Neckartal am Rand der Schwäbischen Alb. Alpakas sind unser erstes Thema heute. Hallo und herzlich willkommen. Dass gerade ein Virus die ganze Welt bewegt und deswegen Stall und Hofladen zurzeit geschlossen sind für die Öffentlichkeit, den Tieren ist das herzlich egal. Ulrich Schaber, gelernter Gärtner, ist Alpaka-Fan. Als vor 20 Jahren seine Baumschule nicht mehr so gut lief, suchte er etwas Neues. Und er hat's gefunden. Durch Zufall macht er Bekanntschaft mit den ulkigen und zur Familie der Kamele gehörenden Alpakas. Ich habe die Augen gesehen, habe mich sofort in die Augen verliebt, der Alpakas. Okay. Und dann bin ich heimgefahren zu meiner Frau, habe gesagt, du Tina, wir kaufen Alpakas. Die Bedingung von meiner Frau war, 2 Wochen Sommerurlaub, 1 Woche Winterurlaub muss drin sein. Okay. Und dann kann ich Alpakas hertun. Aha. Dann hast du die ersten Alpakas zu Hause und waren sie denn so wie erwartet? Also wie ist so der Umgang mit denen? Die wirken hier so gelassen. Ich fing an mit 3 Stuten, damals 2001, und dann ging es Schlag auf Schlag. Vor allem ihre ruhige Art. Sie sind sehr sensibel, sehr ruhig, sehr feinfühlig. Aha. Das hat mich schon fasziniert. Da gibt es auch keinen Streit. Überlegen Sie mal, hier sind ca. 120 Stuten. Überlegen Sie 120 Frauen in einem Raum, da geht es schon rund. Okay. Und hier ist eine Ruhe, eine Gelassenheit, da gibt es auch keinen Streit. Naja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Rund 200 Tiere, die meisten davon Stuten, hat Ulrich Schaber in seinem Zuchtbetrieb. Übrigens einer von nur ganz wenigen Biobetrieben in Deutschland. Den Alpakas geht es offenbar gut auf seiner Farm, obwohl sie ja nicht bei uns heimisch sind. Alpakas stammen ja ursprünglich aus den Anden, Peru vor allen Dingen. Ja. Was ist denn so die größte Herausforderung in der Haltung, wenn man die jetzt hier im mittleren Neckarraum hält? Das größte Problem sind die Parasiten. In Peru, in Anden, sind auf 3.000 bis 4.000 Meter Höhe, da gibt es kaum Parasiten. Und bei uns, jedes Tier, was auf der Weide frisst, hat Parasiten. Hm, was sind das denn für Parasiten? So Magen-Darm-Würmer. Ah, die sind okay. Sehr extrem. Ja. Und wenn man dann nicht regelmäßig so eine Art entwurmt, oder man auch sehr viel biologisch, aha, mit Kräuter, dann hat man oft verloren. Hm. Was war denn das jetzt für ein Einsatz mit diesen beiden da? Das waren gerade 2 Hengste. Da ging es um die Rangfolge. Ah, okay. Wer eher nach oben ist oder eher nach unten. Okay. Aber spätestens nach 5 Minuten hört es auf dann. Ja. Weil dann haben sich die Alpakas ausgepowert. Dann ist wieder Ruhe. Jetzt geht's auf die Weide. Im Moment stört die Tiere das dicke Fell noch nicht. Und bevor der Sommer richtig losgeht, werden sie ja geschoren. Schließlich ist die wertvolle Wolle neben der Zucht und Alpaka-Trekking eine wichtige Einnahmequelle hier auf der Farm. Viel Platz haben die Tiere hier, weit mehr als der Gesetzgeber fordert. Und inmitten dieser Idylle geht es dann doch noch mal um das, was derzeit alle umtreibt. Was für Auswirkungen hat denn Corona-Epidemie jetzt hier für dich auf den Hof? Der Hof ist geschlossen. Wir haben zugemacht und seitdem ist halt alles Ruhe. Keine Einnahmen mehr, gar nichts mehr. Oh, wie geht es einem so, wenn man sich das anguckt? Hast du schon gerechnet, wie lange halte ich das durch? Schon traurig, aber wir können es gut eigentlich durchhalten. Wir haben noch ein gutes Polster. Also kippelig wird es bei dir dann eher so, wenn im Herbst immer noch was ist. Ne? Genau, dann wird es mal schon ein bisschen, dann geht es ins Angemachte. Noch wirkt Ulrich Schaber gelassen. Gleich erfahre ich auch, was mit der Wolle der Alpakas passiert und wie entspannt ein Spaziergang mit ihnen sein kann. Das hätten sich die beiden Filmemacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg sicherlich anders gewünscht. Da sind sie 1 Jahr lang in der Arktis unterwegs, drehen einen Film über Spitzbergen und die Auswirkungen des Klimawandels. Dann soll der Film in die Kinos und dann kam das Coronavirus und alles wird anders. Expedition in die Arktis.
eine abgeschiedene Welt mit wilden Tieren. Zauberhaft schön und zugleich erschreckend. Der Klimawandel zeigt hier sein Gesicht. Die Filmemacher Christian Wüstenberg und Silke Schranz haben mehr als ein Jahr für ihre Reportage gearbeitet. Jetzt wäre Rheinland-Pfalz Premiere im Kino Filmwelt Grünstadt. Doch das Virus vereitelt den Plan. Einnahmen bleiben aus, den beiden droht die Pleite. Denn sie sind angewiesen auf zahlendes Publikum. Wenn wir einen Film machen, jetzt beispielsweise über Spitzbergen und die Arktis, dann zeigen wir die Landschaft, die Schönheiten, wir zeigen die Tiere, wir zeigen auch, wie der Mensch, also wie wir als Reisende uns dort in der Arktis bewegen können. Und wenn die Leute im Kino sitzen und auf einer großen Leinwand, wie hier jetzt, diese Aufnahmen sehen und begeistert sind davon und man ihnen dann an kurzen Stellen ins Gewissen ruft, dass es Plastikmüll dort oben gibt, 1000 Kilometer von der Zivilisation entfernt, dann denken die Leute plötzlich darüber nach. Das, was hier so toll an Landschaft ist, das weiß ich jetzt zu schützen. Und deswegen ist es für uns einfach wichtig, viele Leute ins Kino zu bekommen. Und wir wurden beschenkt mit den wunderschönsten Erlebnissen in tollem Wetter. Also von daher, es hätte nicht besser laufen können. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dort kamen die Walrosse so nah, dass sie 1,5 Meter von Christian entfernt nachher saßen, aus purer Neugierde. Also nicht wir haben uns so weit vorgewagt, sondern die Walrosse hatten irgendwie Spaß an uns und kamen immer näher am Strand. Und ich dachte nur, egal was passiert, ich habe die Kamera an. Aber es ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn so ein Riesentier mit diesen Hauern da vor einem sitzt und man den Atem riechen und schnauben hören kann. Das ist einfach ein Traum. Ja, wobei, das will man nicht unbedingt, den Atem riechen. Aber es ist ein tolles Erlebnis. Ja, es war eine, also ich habe Gänsehaut die ganze Zeit da gehabt und habe gedacht, wie dankbar ich dafür bin, dass ich dieses Erlebnis haben kann. Und ich saß am Strandwall im Prinzip im Schnee, im Kies und hatte die Kamera und dieses Walross kam immer näher auf mich zu und ich habe instinktiv, wollte ich mich eigentlich zurückziehen und unser Arctic Nature Guide Chris hat zu mir gesagt, bleib sitzen, die sind neugierig. Und ich sag, echt? Und er sagt, ja, vertrau mir. Und dann bin ich da sitzen geblieben und das Walross kam tatsächlich bis auf 1,5 Meter und hat mich beäugt, hat irgendwie den Kopf so gedreht. Und jetzt wollte man durch die Kamera gucken. Wahrscheinlich. Ja. Und dann die Landschaft. Wenn kein Wind ist, dann ist es da so still. Man hört zum Beispiel das Blut in seinen eigenen Ohren, hört man pochen und fließen. Und diese Stille, das war unglaublich, ja, erhabenes Gefühl. Also, dass es Klimawandel gibt, das wissen wir schon lange. Und wir versuchen in unserem Alltag einiges dafür zu tun. Aber wenn man tatsächlich dann diese Schmelzwasserflüsse sieht oder auch sieht, in welcher Frequenz Gletscher abbrechen, also Gletscher kalben, versetzt einen das in Alarmzustand. Man steht im Prinzip vor einer Katastrophe, die irgendwann kommen wird, die auch viele Menschenleben kosten wird. Und es wird nichts dagegen getan im Prinzip. Und deswegen wundert mich das jetzt auch tatsächlich so, dass durch Corona innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen es einen kompletten Shutdown gibt, was ich natürlich insgesamt alles ganz schlimm finde, die Situation, die ist. Aber wie schnell die Menschen dann plötzlich doch reagieren können, das verblüfft mich ehrlich gesagt gerade. Der Klimawandel werde noch viel mehr Todesopfer fordern, sagen die zwei und warnen weiter eindringlich vor der galoppierenden Klimaerwärmung. Die Kinoaufführungen sind vorläufig verschoben. Ihren Dokumentarfilm Spitzbergen mit seinem wichtigen Anliegen gibt es Gott sei Dank auf DVD. Zurück auf der Alpaka-Farm in Nürtingen. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter zeigt mir Züchter Ulrich Schaber jetzt mal, worauf im täglichen Umgang mit den Tieren immer ganz besonders geachtet wird. Wenn man Alpakas kontrollieren möchte, ob irgendwas wäre, geben wir es rein in den Mund und dann schaut man die Zähne an. Okay. Die sind hervorragend. Besser geht's nicht. Okay. Wenn jetzt praktisch die Zähne über der Kauplatte drüber, dann müsste man sie abschleifen. Ah, okay. Und dann schaut man hier ins Augenlid rein, Schleimhäute, ob die rosa sind. Der ist sehr innen drin, ist sehr rosa, das ist eigentlich optimal. Okay. Wäre es jetzt weiß, dann hätte er Parasiten. Ah, okay. Doch, das zeigt sich dann da. Ja, genau. Und dann kann man noch ins Ohr reinlangen mit dem Daumen. Und dann kann man auch Temperatur fühlen. Und echt? Das okay. spürst ja, du, wenn kannst das... Kannst du mal reinlangen. Mal ganz vorsichtig, oder? Den Daumen rein und fühlen, wie die innere Temperatur ist dann. Boah, ist ja geduldig.
fasst man ihm ins Ohr und er ist ganz ruhig. Genau. Gleich nebenan ist der Hofladen. Zurzeit ist er wegen Corona geschlossen. Trotzdem darf ich mich zumindest mal umschauen im Reich von Tina Schaber. Pullis, Mützen, Schals. Hier gibt's eine ganze Fülle verschiedener Produkte aus Alpaka-Wolle. Viel zugekauftes, aber auch Bettdecken und Einlegesohlen aus der Wolle der eigenen Tiere. Das ist jetzt von euch so eine, genau, so eine Bettdecke mit Alpaka drin. Ja. Was ist denn das Besondere an dieser Alpaka-Wolle? Also die Alpaka-Wolle ist bestens für Allergiker geeignet. Mhm. Es gibt keine Allergie auf die Wolle. Aha. Und dann ist sie thermoregulierend. Das heißt, die kann 30% von ihrem eigenen Gewicht an Feuchtigkeit aufnehmen. Aha. Das heißt, als Mensch gebe ich immer Feuchtigkeit ab. Egal, so wie Kleidungsstücke trage oder in einer Bettdecke nachts liege. Und die Wolle kann die Feuchtigkeit aufnehmen und nach außen abgeben. So, jetzt geht's aber noch mal zu den echten Tieren. Mit Ulrich Schaber, seinem Sohn und Mitarbeiter Paul mache ich eine Mini-Alpaka-Trekking-Tour. Es geht einmal rund um den Hof. Die sympathischen Tiere strahlen wirklich eine ansteckende Ruhe aus beim Spazierengehen. Solche Alpaka-Touren für Gruppen finden hier normalerweise fast täglich statt. Nur derzeit ist noch wegen Corona Pause. Was reizen die Leute dran? Und die Leute, wenn sie laufen, sind nachher entspannter, entschleunigend. Sie müssen sich aufs Tier einlassen, dann klappt es auch. Ich kann nicht kommen, einfach nur das Tier hinter mir herziehen. Das geht nicht. Ich muss bewusst mit dem Tier laufen. Und das Tier läuft ruhig und entspannt. Und ich muss mich auf die Gangart einstellen. Dann werde ich auch dementsprechend auch langsamer und ist für mich auch viel, viel besser. Spannende und entspannende Tiere, diese Alpakas. Und ich habe den Eindruck, dass es ihnen hier bei Ulrich Schaber wirklich gut geht. 9 von 10 alten Obst- und Gemüsesorten sind bereits ausgestorben. Das ist schade, weil es ein echter Verlust an Vielfalt ist. Was können wir denn machen, um das zu verhindern, dass noch mehr aussterben? 2 Möglichkeiten. Entweder einen richtig großen Tresor bauen, dort das ganze Saatgut reintun, eine Art Riesengenbank. Oder aber immer wieder altes Saatgut neu anbauen, eine Art Genbänkle. Und genau sowas gibt es in Stuttgart. Mitten in einer Schrebergartenkolonie am Rande Stuttgarts. Ein Garten, wild, ungeordnet, naturbelassen. Und auch wenn die Großstadt spürbar ist, hier läuft ein ganz besonderes Naturexperiment. Es nennt sich Genbänkle und ist eine Initiative von Kleingärtnern, Hobbylandwirten und Laien. Sie pflanzen und vermehren selten gewordene Salat- und Gemüsesorten, die so exotische Namen tragen wie Salata Vegorca, Ochsenzungen, Forellenschluss, Teufelsohr oder Hirschzunge. Also wir bauen verschiedene Sorten an. Diese Möhre Kniff und diese gelbe Beete haben wir letztes Jahr angebaut. Dieses Jahr machen wir ein Experiment, einen Sortenversuch mit einem roten Rosenkohl an. Der hat den schönen Namen Rubine. Dann haben wir auch, was auch schön ist, einen sogenannten Winterkrachsalat. Das ist für uns ein lebendes Kulturgut, das viele Generationen vor uns geschaffen haben, das wir erhalten und auch jetzt weitergeben wollen. Hacken, pflanzen, ernten. Rund 50 Leute haben sich in der Initiative Genbänkle zusammengefunden. Sie haben sich vernetzt, tauschen aus ihren Gärten Samen von selten gewordenen Sorten aus. Mit dabei auch Professor Roman Lenz, Landschaftsarchitekt. Mit anderen baut er im Genbänkle zum Beispiel 50 verschiedene Tomatensorten und 15 unterschiedliche Kartoffelarten an. Jede genetische Varietät hat Eigenschaften, die man vielleicht brauchen kann. Ob das der Geschmack ist, ob das eine Resistenz gegen Schädlinge ist, ob das eine Unempfindlichkeit gegenüber Klimastress ist. Das ist einfach dann im Erbgut als Eigenschaft vorhanden und es wäre eigentlich fahrlässig, wenn wir das verlieren würden. 90% unserer traditionellen Obst- und Gemüsesorten in Europa sind allerdings bereits verschwunden. Eine dramatische Entwicklung. Wissenschaftler stemmen sich ihr entgegen. 2008 entstand deshalb auf Spitzbergen der sogenannte Global Seed Vault, zu Deutsch der weltweite Saatguttresor. Tief in den Berg gemeißelt, Permafrost, hier lagern Millionen von Samen. Auch von Kulturpflanzen aus Baden-Württemberg.
Prominentes Beispiel, die Alblinse von der Schwäbischen Alb. Auch sie liegt mittlerweile im Tresor. Zum einen freut man sich, wenn Dinge gerettet werden, wenn sie wirklich auch international beachtet werden. Das ist natürlich schon eine Würdigung der Sorte, sage ich jetzt mal. So wichtig ist die offensichtlich. Aber es ist natürlich auch eine traurige Angelegenheit, dass wir solche Dinge überhaupt brauchen. Viel lieber wäre es mir, wir hätten noch ein paar mehr Bauern auf der Schwäbischen Alb, die die anbauen. Der große Tresor auf Spitzbergen ist auch weiter interessiert an Pflanzen aus Baden-Württemberg. An Samen von einer seltenen Sorte von Filderspitzkraut zum Beispiel. Und an einer bestimmten Bohnensorte, der sogenannten Schwabenbohne. Auch von den Genbänkle-Mitgliedern wird die natürlich angebaut und vermehrt. Vielfalt, die gut schmeckt. Und dafür steht das Genbänkle. Und fürs Selbermachen, sprich Säen und Ernten. Roman Lenz wirbt dafür. Also das ist unser Samenset vom Genbänkle. Da sind die 7 Schwaben drin, also 7 schwäbische Gemüsesorten, die selten geworden sind. Da ist auch die Spätz Alblinse 1 mit dabei, ein wunderschöner Kopfsalat. Natürlich auch das Filderspitzkraut und es gibt da noch ein 8. Tütchen, das müssen Sie dann füllen. Wunderbar, okay. Spricht's, packt sein transportables Genbänkle mit allerlei Samensorten ein und macht sich auf den Heimweg. Jetzt gibt's erstmal Schutzkleidung. Hygiene ist nämlich oberstes Gebot hier. Und nein, es geht nicht um Corona, wie man in diesen Tagen reflexartig meinen könnte. Ich bin zu Besuch in der Biopralinenmanufaktur Govinda in Birkenfeld. Seit mehr als 20 Jahren schon produziert Wilhelm Kinn Naturkostsüßigkeiten. Pralinen, Fruchtkugeln, Konfekt. Und vertreibt sie zumeist in Bioläden und Supermärkten. Gerade steht die Herstellung von Schokokugeln auf dem Programm. Und ich darf gleich mal austesten, ob ich das auch fehlerfrei hinbekomme. Trotz einiger Maschinen ist hier immer noch viel Handarbeit gefragt. Als Wilhelm Kinn anfing, in den 1990ern, da rollte er noch jede Praline einzeln zu Hause in der Küche. Heute, da geht das alles schon bedeutend schneller. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie ausgerechnet Pralinen herstellen? Haben Sie früher gerne süß gemocht und haben gedacht, das gibt's auf dem Markt nicht? Oder? Ja, komm schon gut hin. Ich war immer schon ein Süßer, also ich liebe Süßigkeiten, meine Frau weiß das. Und die Kreation kam auch wirklich so ein bisschen aus den alten Zeiten, weil wir immer schon ein bisschen aus der Bio-Szene kamen und ein bisschen aus dieser, so natürlich wie möglich. Mhm. Das Beste wissen wir, ein Apfel vom Baum ist das Beste. Wenn man gleich einen Apfel vom Baum nimmt, geht natürlich nicht immer. Und deshalb haben unsere Rezepturen auch immer ganz wenige Zutaten. Also wir haben ja eine Mangokugel, die hat nur Mango. Diese Kugel, die wir jetzt haben, die Schokokugel, hat nur 3 Zutaten. Einfach nur Datteln, Kakao, Kakaobutter. Aus der kleinen Küchenproduktion von damals ist über die Jahre ein Unternehmen mit 15 Mitarbeitern geworden, das eine enorme Vielfalt an Produkten auf den Markt bringt. Und die Zutaten, die kommen aus aller Welt. Erstaunlich, was es hier im Rohstofflager so alles gibt. So. Was bitte sind Erdmandeln? Auch Erdmandel ist ein super interessantes Produkt. Erdmandel gibt es sowohl Natur als auch geröstet. Kommen aus Niger. Und das ist eigentlich eine Knolle. Ich zeige mal ein bisschen diese. Das ist natürlich jetzt gemahlen. Ja. Das Gute an der Erdmandel ist, der ist sehr hat sehr viele Ballaststoffe. Schmeckt ein bisschen nussig, hat aber keine Allergene. Das ist das Gute an dem. Ja, hier haben wir jetzt natürlich ein paar Datteln. Für Notzeiten sehr gut Datteln, halten sehr lange. Ne? Mach mal eins auf. Die kommen jetzt aus Tunesien, aus einem Projekt, was wir seit Jahren begleiten, Fair Trade. Ja, das sind jetzt Bio-Datteln. Also das heißt, die Arbeitsbedingungen vor Ort sind für euch auch ein Thema? Unbedingt. Okay. Ja. Also wir fahren noch alle 2 Jahre hin, beobachten es auch. Und von der Qualität her? Das sind jetzt Rohkostdatteln auch. Deshalb sehen die auch so ein bisschen aus, wie sie aussehen. Ein bisschen trocken teilweise. Aber das sind halt Rohkostdatteln. Die sind also nicht erhitzt worden. Ist ja Bio-Ware? Ja, nur Bio-Ware. Alles Bio. Okay. Wilhelm Kinn hat ein bewegtes Leben hinter sich. Das kann ich auch in der Firma spüren. Ein hinduistischer Altar, die vielen Bilder, das alles hat Geschichte. In den 1970ern gehörte der Unternehmer zu den Aussteigern, die in Indien Spiritualität und ein alternatives Leben gesucht haben.
Govinda, also ein indischer Name. Hier sehe ich auch ganz viele indische Bilder. Mhm. Hängt das irgendwie zusammen? Das kann man schon sagen, dass das zusammenhängt. Ich habe ja zu der Zeit noch in einem Ashram gelebt. Und also in einem Tempel. Hinduistischen Tempel, kann man sagen. Genau, ne? Hinduistischen Kloster quasi. Und dann nach 10 Jahren Zölibat habe ich gemerkt, gut, ich bin kein lebenslanger Mensch. Man kann da ja auch noch heiraten, wenn man dann möchte. Mhm. Habe ich dann auch getan. Und da geht es natürlich darum, wenn man 10 Jahre aus dem Beruf raus ist, wie verdient man sein Geld? Und da ich gern Süßes esse, hat dann eins und eins zusammengepasst. Okay, dann hast du gedacht, jetzt mach ich mal was Süßes, was ich gern esse und verkaufe das. Und konnte dadurch selbstständig bleiben. Mhm. Und ja, so fing es an. Warum Govinda noch viel mehr ist als nur eine Pralinenmanufaktur und was es mit diesen schicken E-Bikes auf sich hat, dazu gleich mehr. Und jetzt aus Altmach neu, gebrauchte Produkte frisch designt, unsere Upcycling-Serie. Ob Dose oder Hose. Einfach so wegwerfen war gestern. Scheinbar Altes und Nutzloses lässt sich mit Witz und Können in originelles Neues verwandeln. Upcycling nennt man das. Heute gibt's ein zweites Leben für Alteisen. Scharfe Klingen, Messer und Werkzeuge wie aus einer vergangenen Zeit. Das Feuer macht die Verwandlung möglich. Für Schmiedemeister Jens Nettlich ist das ganz normal. In seiner Werkstatt in Winningen an der Mosel musste sich schon so manches alte Eisen ergeben. Nachschub fürs Feuer. Früher suchte Jens Nettlich regelmäßig auf den Schrottplätzen danach. Dieses Ding hat in seinem ersten Leben harte Stöße abgefedert, in einem Lastwagen. 800 bis 1000 Grad Celsius, die ideale Schmiedetemperatur. Aber das Metall kühlt schnell ab. Es muss also zügig bearbeitet werden. Im Feuer und unter den wuchtigen Schlägen des Meisters entstehen Messer der Extraklasse. Modern für den Küchenalltag oder archaisch im Wikingerstil. Einst Schrott, jetzt ein Messer für die Ewigkeit. Zurück in Birkenfeld, unterwegs mit Pralinenproduzent Wilhelm Kinn. Er will mir noch ein paar Dinge zeigen, die nichts mit Süßigkeiten und doch ganz viel mit seiner Firma zu tun haben. Den E-Bike-Laden Rathaus zum Beispiel, den Johann Morgens, ein Govinda-Mitarbeiter, mit Unterstützung der Pralinenmanufaktur betreibt. Ladeservice, Verkauf, Verleih und Reparatur von Elektrofahrrädern, das alles gab es bislang in Birkenfeld noch nicht. Eigentlich bist du ja die rechte Hand vom Govinda-Chef, ne? Also da habe ich dich auch kennengelernt. Jetzt bist du aber hier im Fahrradladen. Wie hängt denn das zusammen? Ja, das Gesamtkonzept von Govindas ist eben so die Natur unterstützen, wo immer es geht. Und dazu gehört eben auch die Mobilitätsfrage. Und dadurch, dass eben Birkenfeld keinen Radladen bisher besessen hat, haben wir den Beschluss gefasst, hier gehört das hin. Und wie ist das? Macht das mehr Spaß, auch wenn man so breite Geschäftsfelder hat, ganz unterschiedliche Sachen? Es ist total spannend. Ja. Also hier was aufzubauen in Birkenfeld, einen E-Bike-Laden jetzt erstmal zu etablieren, das sind alles Herausforderungen, aber es macht auch Spaß. Ah, ihr braucht aber einen langen Atem, oder? Man, sicherlich. Korrekt, ja. Den haben wir. Wenige Meter entfernt vom Radladen liegt das Café Artecino, derzeit natürlich geschlossen. Auch das ist eine Initiative von Govinda und wird von Mitarbeitern der Firma geführt. Vor und nach Corona ein Treffpunkt mitten in der Stadt für Freunde von fair gehandeltem Kaffee oder kleinen veganen Biogerichten. Jenseits der Süßwaren habt ihr ja ein ganz ordentliches Engagement inzwischen hier so im Städtchen Birkenfeld auch. Was treibt dich da an? Ja, der Grundgedanke ist Begegnungen. Ich weiß, es ist in der heutigen Zeit schwer, glaubhaft rüberzubringen, Begegnungsstätten zu schaffen. Mhm. Aber irgendwann ist der Virus ja auch vorbei. Und wir sind ja hier auf dem Land. Und unsere Idee ist so ein bisschen, das so in die Gemeinde zu bringen. Mhm. Dass man halt eben Stätten hat, wo man sich begegnet. Um menschliches Miteinander geht es auch bei den neuesten Aktivitäten von Govinda hier im Birkenfeld. Alte, unbewohnte Häuser günstig aufkaufen und sanieren, um so bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Für Studenten, Wohngemeinschaften oder Mehrgenerationen-Wohnprojekte.
Was ist denn so der Motor, der euch da antreibt dahinter? Der Schutz der Natur ist ja eigentlich so unser Leitfaden. Ne? Damit haben wir angefangen. Govinda heißt ja auch übersetzt, der die Natur beschützt. Und ich glaube, in diesem Rahmen hat sich das ein Baustein nach dem anderen dort auch entwickelt. Ob das jetzt das Fahrrad ist, die Gemeinschaft hier zu stärken, mit Möglichkeiten zu wohnen, das ergibt eins nach dem anderen. Das also letztendlich so ein Nachhaltigkeitskonzept. Nachhaltigkeit bedeutet ja eben Umwelt berücksichtigen und Soziales. Das geht korrekt, für euch dann so zusammen. Korrekt, das gehört zusammen. Und generationenübergreifend auch. Ne? Schon beeindruckend, wenn sich Unternehmen auch über ihr Kerngeschäft hinaus für ihre Gemeinde engagieren. Hier in Birkenfeld scheint das jedenfalls bestens zu funktionieren. Hoffentlich auch noch nach Corona. Wir Menschen sind ja nur ein kleiner Teil der Schöpfung. Und unter unseren Mitgeschöpfen, da gibt es dann welche wie die Alpakas, die möchten wir wirklich knuddeln. Es gibt aber auch andere, auf die könnte man gerne verzichten. Das sind dann unsere ungeliebten Untermieter. Sie leben in unserem Haus, krabbeln in unseren Betten, durchlöchern unsere Kleidung, knabbern unsere Lebensmittel an und vermehren sich in unseren Haaren. Unsere ungewollten Untermieter. Manche von ihnen reinigen unser Haus sogar und sind geradezu nützlich. Silberfische etwa. Ihr Name kommt von den silbernen Schuppen. Nachts kommen die flügellosen Insekten aus ihren feuchten Verstecken. Auf ihrer Speisekarte tote Insekten, Schimmelpilze und Hausstaubmilben. So helfen sie uns, die mikroskopisch kleinen Milben loszuwerden, die Allergien auslösen können. Hunderttausende pro Quadratmeter. Wir sehen sie bloß nicht. Aber überall, wo es feucht und dunkel ist, leben noch andere Hausbewohner. Kellerasseln. Krebstierchen, die vor Millionen von Jahren aus dem Meer an Land gekommen sind. Die Asseln entsorgen abgestorbene Tier- oder Pflanzenteile. Unsere Biomüllmänner sozusagen. Gesundheitsgefährdend dagegen Schaben. Sie können Durchfall, Salmonellen und Pilzerkrankungen übertragen, wenn sie nachts über unsere Speisekammer herfallen. Auf sie können wir verzichten, auch wenn sie organische Abfälle beseitigen. Auch vor diesen Schadinsekten sind unsere Nahrungsmittel nicht sicher. Lebensmittelmotten. Sie mögen Getreide, Mehl oder unser Müsli. Dort frisst sich auch der Nachwuchs durch. Außerdem übertragen sie Krankheiten und lösen Allergien aus. Einer, der uns Angst macht, weil er nachts angeblich in unser Ohr krabbelt, um seine Eier abzulegen. Der Ohrwurm. Doch das ist Quatsch. Und uns kneifen kann er auch nicht. Seine Zange benutzt er nur im Kampf gegen Artgenossen. Der Ohrkneifer ist nützlich. Drinnen verspeist er Läuse und Wanzen, draußen Blattläuse. Hunderte an einem Tag. Früher zermalmte man ihn, um daraus ein Heilmittel gegen Taubheit zu gewinnen. Daher wohl sein skurriler Name. Auch vor ihnen fürchten sich so manche im Haus. Spinnen oder Weberknechte. Ob einer oder gleich ein ganzes Nest. Viele Menschen ekeln sich vor ihnen, doch ohne Grund. Sie säubern unser Haus von allen möglichen Schadinsekten. 600 verschiedene Untermieter soll es laut einer Studie in unserem Zuhause geben. Mit einigen von ihnen sollten wir uns besser arrangieren. Das war's bei Natürlich für heute. Schauen Sie gerne mal wieder rein, dienstags um 17:45. Und ich gehe bei dem schönen Wetter jetzt noch ein bisschen Radfahren. Tschüss, machen Sie es gut.